Halle, die Matrone des Protektorats, verwaltet Winterquell. Selbst nachdem der machthungrige Magier Umbrans besiegt ist, findet und beseitigt sie weiterhin sämtliche Gefahren in ihrer Heimat. Sie ist Maligos letzte lebende Gefährtin und bewahrt unermüdlich sein Vermächtnis als Hüterin der Magie. Ihre Rückkehr würde den blauen Drachenschwarm immens stärken. Hoch, ich habe Halle seit meinem Erwachen im Auge behalten. Klare Himmel. Okay. Ich bin Halle gegenüber sehr neugierig, da sie eine der letzten lebenden Gefährtinnen Maligos ist. Ich bin dankbar dafür, dass sie Maligos in seiner Zeit der Not beigestanden hat. Ich gebe zu, dass ich ihr lange hinterher spioniert habe. Sie ist ein blauer Drache durch und durch. Sie ist fleißig, stolz und unvergleichbar, vorsichtig, wenn es um Magie geht. Ich habe das Gefühl, am besten dafür geeignet zu sein, sie aufzusuchen und mit ihr über den Ruf der Insel zu reden. Nehmt mein Portal, wenn ihr bereit seid. Wir treffen Danke uns dort. Danke für alles, was ihr getan habt. Okay, die letzte im Buche. Da bin ich jetzt mal gespannt. Das hat ja sogar ein bisschen Relevanz. Nach Magie. Halle, das hat ja sehr, sehr starke Relevanz, wenn das wirklich meine noch eine Gefährtin von Maligos war. Also von denen gibt es ja nicht allzu viele, muss man mal auch so sagen. Gebt euch zu erkennen, Andringlinge. Seid vorsichtig, das sind Dragosa. Unmöglich. Seid ihr eine Illusion? In der Tat. Ich bin ein Simulacrum. Es geht um eure Rückkehr auf die Dracheninseln. Ich habe vor, dem Ruf zu folgen. Allerdings muss ich zuvor noch ein paar Dinge hier in Winterquell erledigen. Wir Grüße. Dürfen natürlich helfen. Es ist seltsam, Sindragosa zu sehen. Auf alle Arten, echt bis aufs Körperliche. Hört zu, ich bin dankbar, dass ihr beide meinetwegen den weiten Weg auf euch genommen habt. Die Insel klingen wirklich wunderbar, aber ich habe viele Jahre damit verbracht, Winterquell zu säubern. Ich lasse die Arbeit nicht unfertig liegen. Magie ist überall und leider nicht immer gut. Wenn ihr helfen möchtet, der versteckte Hain ist auf meiner Liste als nächstes dran. Dort liegen Überreste von Totems, die noch eine Art von Magie verströmen. Würdet ihr ein paar von ihnen sammeln? Gute. Ihr scheint mich zu kennen, obwohl wir uns noch nie begegnet sind. Seit meinem Erwachen habe ich viel Zeit investiert, mich über den derzeitigen Stand meines Schwarms zu informieren. Viele Wege führten nach Winterquell. Während das Gebiet bereits viel Wandel erlebt hat, seid ihr seine Konstante. Dies war einst den Blauen eine Heimat. Auch mir. Ich würde gerne glauben, dass es wieder so sein kann, wenn meine Arbeit hier getan ist. Ja! Und dabei helfen wir natürlich. Ist doch sonnenklar. So, dafür müssen wir aber ganz weit nach hinten fliegen. Und totemische Ruinen. 5 Stück müssen wir einsammeln. Bis jetzt aber ziemlich cool. Ziemlich, ziemlich cool. Ich weiß, ich wiederhole mich hier so ein wenig, was ich hier schon die ganze Zeit gesagt habe. Aber ich finde bis jetzt die Questreihe gut. Also man merkt halt schon, dass diese ganze Sache mit Azeroth viel, viel besser zieht, als irgend so einen kosmischen Scheiß zu erzählen. Und meines Erachtens nach ist die Story solide gemacht. Also ich würde jetzt hier, ist es breathtaking, ist es irgendwie richtig krass? Nein. Hat es so ein bisschen Fast and Furious Vibes, so nach dem Motto Familie. Familie ist alles. So, ja, hat es auch so ein bisschen. Ich glaube, da hat der ein oder andere Entwickler sich so ein bisschen, ja, ein paar Inspirationen sich davon geholt. Aber ist es trotzdem gut geschrieben und interessant aufbereitet? Jo, auch, durchaus. Weil wir wissen ja schließlich nicht, wie das so mit dem blauen Drachenschwamm weitergeht. Weil ich finde, das ist so einer der Dinge, die so immer noch so eine große, so ein großes Fragezeichen ist. Weil man muss einfach sagen, wie es ist. Ja, es ist zwar bekannt, ja, es ist halt bekannt, dass sozusagen die Roten schon irgendwie so eine recht okay Vergangenheit hatten. Also ich meine, klar, ich glaube, jeden Drachenschwamm ist Beschissenes passiert, aber ich glaube, die Blauen hat es am schlimmsten erwischt. Und dass wir jetzt auch mal ein bisschen so, ja, herausfinden, wie es weitergeht, was es so Neues gibt, was es so zu erleben gibt. Ich finde das stark. Also muss man mal so einfach gesagt haben. Ich finde das einfach stark, weil Ich finde tatsächlich, wenn man mich so fragen würde, okay, was sind so deine liebsten Drachenschwärme? Ja, gibt bestimmt ja einige, die durchaus, wenn man mal fragen würde, welche Drachenschwärme man so mag, dann vielleicht die ein oder andere Worte zu hören bekommen. So, ja, ich mag die roten Drachenschwärme wegen Alexstrasza. Ja, gibt's ja auch wahrscheinlich auch genug Leute, ich kann es mir vorstellen, die so ein bisschen genauso drauf sind, die dann so sagen, ja, es ist für den Plot. Ich mag sie wegen dem Plot.
Aber wir wissen beide, dass es meistens für irgendwas ganz anderes geht. Aber wenn man mich fragen würde, welche meine liebsten Drachenschwärme sind, ich weiß gar nicht, ob ich über dieses Thema jemals geredet hätte, aber ich würde sagen, es wäre tatsächlich die Bronzenen, einfach weil ich dieses ganze Zeit ganz gerne mag. Ich finde, das ist so einer der wenigen Drachenschwärme, der mich gut beschreiben würde. Einfach aus dem Grund, weil ich ein sehr, sehr zeitiger Mensch bin, wenn man das so sagen kann. Vielleicht für die, die wissen wollen, was ich damit konkret meine. Eher so, dass ich sehr viel auf Zeiten gucke. Okay, gut, da investiere ich jetzt eine Stunde, das mache ich jetzt, da versuche ich jetzt 20 Minuten, das. Ich plane halt mein Leben sehr viel. Ich bin halt, zwar sage ich immer mir selber, ich bin recht ein spontaner Mensch und kann auch spontan so sein, aber eigentlich weiß ich auch von mir selber, eigentlich funktioniere ich viel, viel besser, wenn alles so ein bisschen durchgetaktet ist, alles so ein bisschen abgesprochen und organisiert ist. So funktioniert mein Leben viel besser. Deswegen würde ich dann echt sagen, dass wahrscheinlich der bronzene Drachenschwarm irgendwo mich am besten widerspiegeln würde. Einfach weil sie auch irgendwie für die Zeit auch stehen. Und dann wäre, glaube ich, so an zweiter Stelle, wenn ich mir zwei rauspicken müsste, würde ich wahrscheinlich nicht mal rot oder schwarz wahrscheinlich auch nicht, aber ich würde echt blau sagen. Einfach blau. Weil ich finde, so ein bisschen, gerade jetzt dieser Queststrang, der sich hier entwickelt, so was um Familie und so geht, da fühle ich mich so ein bisschen auch irgendwo ertappt. Ich danke euch. Sehen wir uns das mal genauer an. Mit heute sind 41 Tage vergangen, an denen ich kein schädliches Artefakt gefunden habe. Außerdem kann ich voller Freude berichten, dass sich in eurer Anwesenheit einige weitere als harmlos herausgestellt haben. Vielleicht nähert sich meine Suche im Winterquell ihrem Ende. Wo ich gerade daran denke, habt ihr nicht irgendeine magische Fähigkeit oder zumindest genug Mut, mir dabei zu helfen, ein paar Artefakte zu testen? Ihr müsst nicht nervös sein. Keines davon wird bleibende Schäden hinterlassen. Um Artefakte mit derartgefährlicher Macht haben wir uns in meinen ersten Jahren hier gekümmert. Wie kann ich euch helfen, Halle? Oh nein, danke. Ich habe so meine eigene Vorgehensweise. Ihr habt ein ziemlich unorigineller und amateurhafter Fluch. Keine Sorge, ihr werdet bald wieder auftauchen. Wir sind einmal hier, was ist das? Diesen Seelen kann ich zwar nicht mehr helfen, aber zumindest sind sie frei. Was ist das? Linker Stiefel. Vermutlich benötigen wir noch den rechten Stiefel, um das Paar zu vervollständigen. Na dann, was gibt es? Es scheint, als hätten drei von drei nur eine geringe magische Wirkung gehabt. Das sind wahrlich großartige Neuigkeiten. Während ihr gearbeitet habt, habe ich mir die totischen Ruinen angesehen, die ihr besorgt habt. Der versteckte Hain hatte schon immer etwas Seltsames an sich. Früher war er dicht von harmlosen weißen Hasen bevölkert. Heute finden sich dort nur noch wahnsinnige Eukine und seltsame Totems. Ich habe die Teile zusammengesetzt. Es ist kein Meisterwerk, aber hoffentlich bekommen wir aus dem Ergebnis einen stärkeren magischen Effekt. Vielleicht wachsen uns sogar Fell und Federn. Man sollte meinen, dass ich als blauer Drache die Kälte mag. Ich hasse die Kälte. Gute Reise. Probieren wir es dort drüben. Da ist mehr Platz. Warum nicht? Ich bin nach den bisherigen heutigen Ergebnissen ziemlich optimistisch. Ja. Halle, ihr solltet etwas vorsichtiger mit diesem speziellen... Keine Sorge, Sindragosa. Es scheinen nur noch harmlose, von der Zeit geschwächte Flüche und Zauber übrig zu sein. Sieht aus, als könnte ich früher zu euch auf die Inseln. In der Tat, das werde ich beobachten. Da bin ich jetzt mal gespannt. Ah, muss ihn hier aufstellen. Ja, dann machen wir das mal hier. Bam. Was? Oh, was habe ich erwartet? Alter! Jetzt kriegst du auf die Fresse! Du hast mich in diese Scheiße hier verwandelt. Schau dich! Tiefe Klaue! Hier, den Battle werde ich jetzt hier gewinnen. Ne, leider nicht. Grüße. Natürlich, was habe ich erwartet? Warum nur? Warum? Kann bitte wenigstens eines dieser verfluchten Artefakte nicht verflucht sein? Halle, wartet. Ja, nee, interessiert sie nicht, warten tut sie nicht. Oh je, ich habe eine Idee, sprecht mit mir, sobald ihr bereit seid. Danke für eure Hilfe. Wie lautet der Plan? Es gibt einen Ort großer Wärme in Winterquell, folgt dem Pfad, gehen Westen, dort findet ihr ein paar angenehm heiße Thermaquellen, trefft uns dort. Okay, ein bisschen Spa mit Sindragosa. Alles Klärchen. Warum auch nicht? Ich könnte jetzt ein bisschen Abstand von der ganzen Scheiße gebrauchen. Kein Ende. Unverantwortliche Magie im Überfluss in jedem Winkel. Und ich war bisher nur in Winterquell.
Ihr erledigt alle Arbeiten eines Aspekts ganz allein. Ich bewundere eure Hartnäckigkeit. Keine Ahnung, woraus ich meine Hoffnung schöpfe. Dieser Ort wird niemals völlig geläutert sein. Sagt, wie viele Tage sind seit dem letzten bösen Artefakt vergangen? 40? 41! Ich werde erst bei 100 ruhen. Ich bin noch nicht mal bei der Hälfte. Mein liebes Kind, atme durch. Machen wir einen kleinen Spaziergang. Ich kenne den perfekten Ort. Ah, no fucking way! Und ich dachte so, jetzt machen wir jetzt. Ich dachte so wirklich an Spa. Und sie meint doch Spa. Ich dachte, wer hätte gedacht, dass den Dragosa überhaupt so einen Sinn für Pflege und einfach mal so chillaxen, abschalten, dies, das. Okay. Ich weiß nicht, wie das funktionieren soll als holographische Projektion, wie sie sich da großartig erholen will. Schließlich fühlt sie da wahrscheinlich auch nicht großartig viel. Aber wenn es ihr Frieden gibt, darf sie natürlich gerne mit uns in diese heiße Quelle mit reingehen. Einfach mal so da drin stehen, so nach dem Motto, yo, wäre ein geiles Feeling, wenn ich noch am Leben wäre. Aber irgendwie fühlt sich das irgendwie falsch an. Was sollen wir hier? Ich muss weiterarbeiten. Ich grüße euch, so. Junges Wie. Gut, nur einen kurzen Moment. Alter, ich hab wirklich einen reingedippt. Das ist schön. Welchem Schwarm? Ab und an brauchen wir nun mal wieder eine Kostprobe der einfachen Dinge. Ich hatte wohl eine gute Idee. Hoffen wir nun, dass das Thema der Insel nun wieder auf dem Tisch ist. Ich bin froh, dass Halef so entspannt ist. Sie verdient es. Lebt wohl, junges Halley. Um Winterquell steht es dank euch besser. Nun werden eure Künste anderswo gebraucht. Kehrt mit uns zumindest für kurze Zeit in die Azur-Archive zurück. Es erwarten euch dort einige wichtige Angelegenheiten. Ich gebe zu, ich war ziemlich lange allein. Euer Angebot ist verlockend. Eine Veränderung wäre schön. Euer Besuch erinnert mich daran, dass dort draußen eine ganze Welt wartet. Eure Mission hier ist sehr ehrbar. Ich verstehe das Bedürfnis, dies wieder zu eurer Heimat zu machen. Danke. Ich kehre mit euch zurück. Ich weiß allerdings noch nicht, ob ich bleibe. Und wenn ja, wie lange? Aber zuerst noch ein paar Minuten im Wasser. Das ist wirklich schön. Ja, guck mal. Das würde ich doch durchaus mal als so einen Teilerfolg bezeichnen, oder? Dass wir das mal so... Ich meine, immerhin kommt sie fürs erste Mal wieder. Fürs erste. Ist ja schon mal besser als... Nö. Würde ich mal meinen. Wir müssen für Hala auch hier eine Thermalquelle finden. Sindragosa lächelt. Lasst euch nicht von der Magie. Gut, dank euch sind alle blauen Drachen erfasst, Arioche. Wir können uns nun wieder daran machen, die Magie von Azeroth zu hüten und sicherzustellen, dass ihre Macht nicht missbraucht wird. Ich glaube, eine Rede ist angebracht. Würdet ihr mir die Ehre erweisen, dafür anwesend zu sein? Danach können wir zum Nexus gehen, um herauszufinden, was Azurigus über die Arkanerinnerung von Sindragosa und Malikus herausgefunden hat. Alles wird gut. Dann hören wir uns das doch mal an. Es ist gut, euch alle hier zu sehen. Ich glaubte einst, es erginge unserem Schwarm besser, wenn jeder Drache seinen eigenen Interessen folgen würde. Ich lag falsch. Die blauen Drachen arbeiten am besten als Familie, vereint. Gemeinsam werden... Kalikos, ich benötige Hilfe beim verhüllten Ossuarium. Die Erinnerungen von Sindragosa und Maligos zerstören. Ich verstehe. Freunde, ich überfalle euch nur ungern so. Aber wie es scheint, benötigen wir bereits eure Hilfe. Oh Mann, scheint, als wäre das eine kurze Wiedervereinigung gewesen. Kommt bald wieder. Ich hatte gehofft, dass es uns gelingen könnte, diese seltsamen arkanen Erinnerungen aus den Überresten von Maligus und Sindragosa zu vertreiben. Es scheint, dass sie noch weiter außer Kontrolle geraten sind, als ich angenommen hatte. Bitte begleitet einige der anwesenden blauen Drachen zu verhüllten Ossuarium und helft Azurigus. Sindragosa und ich werden zurückbleiben und untersuchen, was in dieser Situation zu tun ist. Ich werde ein Portal zu Azurigus im verhüllten Ossuarium erschaffen. Tut euer Bestes, um ihm zu helfen
und die Quelle dieser Störung zu entdecken. Ich bleibe hier und überwache die Lage mit den anderen und spreche mit Senegos über eine Angelegenheit zu seiner Brut. Das sollte nur einen Moment eurer Zeit kosten, Kaligos. Stella Gosa, Emmy Gosa, ihr solltet auch dabei sein. Natürlich, Großvater. Was immer ihr braucht. Okay, gut. Wir überlassen denen erstmal die Zeit und gehen mit dem A-Team, was wir hier aufgebaut haben, auf Schnubber. Schnubberkurs. Schnubberradar, wie man es nennen würde. So viele wie möglich, um das Arcana aufzufangen, das aus diesem Grab strömt. Ich denke mal, dies ist diese Zusammenarbeit, die Kaligos erwähnt hat. Möglicherweise ist sie ja doch ganz brauchbar. Okay, die Essenzen von Maligos und Syndragosa haben diese massiven Arcanen-Störungen hervorgerufen. Ihre Erinnerungen rasen durch das verhüllte Osorium und versuchen, das Arcane aus den Gräbern zu ziehen. Selbst mit vereinten Kräften können wir diese Energien gerade mal in Schach halten. Wir müssen die Erinnerung in der näheren Umgebung davon abhalten. Wenn sie einmal gebannt sind, sollten wir in der Lage sein, diese Barriere zu beseitigen und die Essenzen im Inneren zu erreichen. Okay, und alte Erinnerungen. Im ganzen verhüllten Osorium haben sich drei unglaublich mächtige Erinnerungen ausgebildet. Schon bald wird ihre Energie so groß sein, dass sie in der Lage sein könnten, ihre eigenen Arkan-Konstrukte zu erschaffen und diesen Ort auf diese Weise zu überrennen. Schaltet sie aus, damit wir diese Barriere schwächen und an die Essenzen von Maligos und Syndragosa gelangen können.